Herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. So, in der letzten Folge waren wir ja jetzt hier in den Living Toms unterwegs. Ich habe vielleicht ein bisschen weniger gequatscht als sonst, weil ich so konzentriert mit dem, mit unserem Mitspieler gekämpft habe. Jetzt werden wir in dieser Folge wieder ein bisschen mehr gequasselt haben, hoffentlich. Ja, und dann werden wir jetzt nebenbei mal wieder die ein oder andere Quest machen. Wir müssen ja noch Level 55 werden und sind jetzt ja ungefähr bei der Hälfte von 52 angekommen. Also es wird noch ein bisschen was zu tun haben. Da ich mich mit dem Mobs hier jetzt gerade anlegen möchte, teleportieren wir uns einfach zum Eingang der Treibsande zurück. Genau, ich sehe die Zwillingstränen. Das hier sind nicht die Zwillingstränen. Die Zwillingstränen waren das vorhin dort drüben. Hier vorne ist ein bisschen was anderes. Nur hier oben die Anzeige kommt nicht ganz mit. Die Framerate kann sich auch erstmal ein bisschen beruhigen. Ruhig, Loot Framerate. So ist gut. So. Jetzt können wir hier vorne uns noch eine Quest irgendwie schnappen. Der hat uns noch eine Quest. Händler, feiner Teppich hier. Ui. Verdammte Briganten und Wüstennarren. Das klingt, als hättet ihr ein Lieferproblem. Sie haben mir meine wertvolle Ware genommen und sich davon gemacht, was eine Lieferung von 10 wird gestohlen. Das klingt nach einem schlechten Verhältnis. Was habt ihr geladen? Na, Teppiche natürlich. Was glaubt ihr denn, wer ich bin? So eine Art Trankhändler, dass ich Elixiere und Liebestränke und hoffnungslose Romantiker verkaufe? Nein, ich verkaufe allerbeste, qualitativ hochwertige, fliegende Teppiche. Wer könnte auch nur behaupten, dass er sich das leisten kann? Es ist ein begrenzter Markt, ich weiß, aber Freihafen und Kinos waren in letzter Zeit geschätzte Kunden. Es war schwierig, die Produkte dorthin zu schaffen, aber scheinbar sind beide Städte sehr an meinen Waren interessiert. Wie könnt ihr ein Problem mit Briganten haben, wenn ihr fliegende Teppiche verkauft? Ich habe euch hier nicht hierher verfolgt. Warum sollte ich ein Problem haben? Wie soll ich mich ausdrücken? Oh ja, ihr verkauft fliegende Teppiche. Hahaha, ihr könnt Teppiche nicht einfach so herumfliegen lassen. Jeder hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Ihr müsst sie sorgfältig ein nach dem anderen verschicken und dürft sie niemals aufeinander legen. Andernfalls braucht ihr Wochen, um sie wieder zu trennen. Ihre eigene Persönlichkeit? Ich werde euch das Geheimnis der Teppichherstellung nicht enthüllen. Schaut, wenn ihr einen Auftrag zum Beseitigen von jarikanischen Orks haben wollt, kann ich euch helfen. Und vielleicht könnt ihr auch mir helfen. Wenn nicht, dann schert euch raus. Ich habe genug um die Ohren. Auch ohne, dass ihr mir die Zeit stehlt. Gut, in Ordnung, ich gebe auf. Soll ich mich um ein Piganten-Problem kümmern? Wäden der Wüste. Ein freier Fahrt direkt zum Dock wäre perfekt. Aber ich bezweifle, dass es eine Möglichkeit gibt, dies zu erreichen. Es sind einfach zu viele. Aber ich wette, dass sie aufgeben würden, wenn ihr einen ihrer Anführer fangen und töten könntet. Gut, ich werde mich für euch darum kümmern. Ein Ork-Anführer sollte kein Problem darstellen. So, wir sollen also den Anführer der Ojakikanischen Wegelager finden. Und wir müssen noch Tiefseekrokodilfleisch sammeln. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch was anderes. Okay, wie machen wir das jetzt? Dort hinten. Natangift. Ah, dort vorne sind noch, ist noch ein bisschen was. Yep, wir haben wieder Werbung. Warte mal, das wollte ich ja sowieso nochmal kurz gucken. Wo ist das denn? Wo ist das? 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 Für Preise spielen. Achso. Das ist das, Mitgliedschaft. Dienste. Sicherheitsschlüsselanhänger. nee. Erweiterung, das habe ich gesucht. Age of Discovery. Guck, kostet immer noch 40 Dollar, oh mein Gott. Nattern. Ja, wir müssen ein paar Nattern haben. Wieso töten wir denn nicht auch jetzt mal eben schnell ein paar Nattern? Nummer 1. Beschädigte Schlangenhaut von ausgezeichneter Qualität. Ja, man sieht hier, die Texturen sind immer noch relativ alt in dieser Zone, obwohl das halt von der ersten Erweiterung ist, also von der Erweiterung Desert of Flames, also der Wüste der Flammen, hat das Game hier die Texturen noch nicht so geupdatet. Die Texturen-Updates kommen erst in den späteren Zonen. Dort sieht man dann auch neuere Texturen mitunter mal. Hier vorne ist irgendwie was. Kallons Rache, achso, irgendwie ein Treffen oder so, so wurde hier organisiert. Ach, da ist er, Yasa. Okay.
Willkommen, Barasa. Unsere Eskorte soll jeden Augenblick eintreffen. Eskorten? Nun, vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Mein Eskort ist auf dem Weg. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht allzu erfreut sein werdet, sie kennenzulernen, besonders Fasul. Lalala. Vereister Wind. Bumm. Ein Feuersturm. Ein Blitzsturm. Und dann habe ich sie. Na gut, vielleicht muss ich noch das dazu nehmen. Okay. Haben wir sie also sogar gleichzeitig getötet. Bitte tötet mich nicht, bitte nicht. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich lauere den Leuten hier nicht freiwillig auf. Bitte verschont mich. Warum sollte ich? Weil ihr eine nette und wahrhaftige Person seid. Wenn ihr mich verschont, dann schwöre ich, dass ich niemals Reisen in ihre Ruhe schicken werde. Bitte, gebt mir eine Chance. Ich werde euch am Leben lassen. Wie auch immer, wenn ich von einem weiteren Vorfall höre, in dem ihr verwickelt seid. So. Wir müssen zurück. Gut. Dann gehen wir auch mal eben zurück. Boah, Klagesänger. Ja, die Sänger haben immer so tausende von Buffs für die Gruppe. Also wer jetzt unbedingt ein wirklicher Gruppenspieler ist, der sollte einen Troubadour oder sowas spielen. Die werden... Ui, den müssen wir töten. Muss harter töten. Wer sollte einen Troubadour spielen? Troubadour werden immer gerne gesucht, weil die einfach eine unglaubliche Masse an Gruppenbuffs zur Verfügung haben. Die geben so viele Buffs, dass die Tatsache, dass sie weniger Schaden machen, überhaupt nichts ausmacht. Ho, ho, ho. Was ist denn immer dieses Hauslore? Können wir die Dinger einfach ins Haus stellen, oder was? Warte mal. Das kommt ja auf den Versuch an, ne? Das ist ja zum Beispiel sowas. Untersuchen. Ne, sowas ist es nicht. Okay, sprechen wir erstmal mit dem hier. Hello. Willkommen zurück. Abenteurer, konntet ihr die Banditen aufspüren? Ja, ich habe euren gefallenen Kameraden gerecht. Nun könnt ihr dieses Land mit reinem Gewissen verlassen. Dam, dam, dam. Neuer Glücksbringer. Der schlechter ist als unsere anderen beiden. Aber immerhin eine neue Verzierung. Ich danke euch, meine Freunde. Nun kann ich dieses Land verlassen, ohne mich schuldig zu fühlen, da meine Kameraden gerecht worden sind. Ich muss sie meiner Überfahrt doch überverdienen. Aber diese Neuigkeit macht die Last leicht erträglicher. Vielen Dank, ich werde eure Güte nicht vergessen. Gerne geschehen. Ich würde mich freuen für den Gesandten der Kalifen. Na okay, der wird uns jetzt nur noch weiter was erzählen. Von Gott und die Welt, so, ne? Yo, Bro. Gott und die Welt. So. Ja, okay, wir sind ja gerade erstmal 8 Minuten in der Folge. Mein Gott, mir kommt das schon ein bisschen länger vor. Aber okay, wir müssen ja sowieso ein paar mehr Folgen heute noch machen. Ich brauche noch irgendwie 4 Folgen ungefähr. Wir brauchen noch ein paar Nattern. Und hier vorne irgendwie so eine Einbalsamiererin. Was wollt ihr? Ah, ihr seid eine dieser heißen Abenteurer, nicht? Ihr könnt eure Hilfe gebrauchen, falls ihr Zeit habt. Da ich meine Nachforschung beschäftigt bin, kann ich selbst nicht die benötigten Bestandteile und Rohmaterialien sammeln. Lasst mich wissen, wenn ihr mir helfen möchtet. Andernfalls macht euch auf den Weg. Ich bin eine sehr beschäftigte Frau. Nun, ich suche eine Arbeit. Welche Dinge braucht ihr gleich? Ich suche einen Abenteurer, um ja zu heuern, einige der Untoten in dieser Gegend zu töten und mir bestimmte Komponenten zu bringen, die ich für meine Forschung benötige. Da ihr hier neu zu sein scheint, lasse ich euch mit den einfachen Aufgaben beginnen. Ich möchte die niedrigeren Mumien, die durch die Dünen bei den Klippen herumwandern, untersuchen. Bringt mir einige der Umschläge dieser Mumien und ich werde euch belohnen. Ich werde diese Wickel für euch sammeln. Kommt sofort zurück, sobald ihr die Mumienwickel eingepackt habt. Etwas von der Magie, die in den vielen Jahren, seit denen es die Mumien gibt, in die Wickel eingesickert ist, verschwindet mit der Zeit und ich würde gerne alle Zauber erforschen, die in den Mumien eingebunden sind. Also beeilt euch bitte. Ich werde wiederkommen. Ach, immer dieser Mausbug. So, ja. Wir haben immer noch nicht genug Natterngift. Na gut, dann müssen wir die letzte Natter da auch noch töten.
So, letzte Einhornmäßig und so, ne? So, haben wir das Nattern-Gift zusammen. Müssen wir noch ein paar andere Viecher haben, aber das kommt ein bisschen später. Erstmal können wir davon einen Geist töten. Oh, da ist noch ein Kaiman. Mit dem möchte ich vielleicht nicht unbedingt kämpfen. Geist. Todesflüstern gibt es auch als Sprache, geil. Lalala. Du bist tot danach. Und du bist hier nach auch so gut wie tot. Kann ich den nächsten schon mal machen. Und eine Kiste. Waffenschmiedekunst für Fortgeschrittene. Was brauche ich eigentlich von den Geistern hier oder so? Muss ich irgendwie ein Item auf die anwenden oder was? Das kann ja auch gut sein. Warte mal. Todesflüstern. Achso. Das ist noch für die Knochentafel. Aus den Living Toms. Ja dann. Segnung des Paladins. Leider ist unser Begleiter nicht da. Oder der Begleiter aus den letzten Folgen, muss ich eher sagen. Wo gibt's denn die Mumien? Ja, anscheinend gibt es hier erstmal nichts weiter. Back, 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 back. Also gehen wir mal hier den Weg hoch und gucken mal oben. Ach, wir müssen auch noch die... Ah, okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wie man vielleicht merkt. Aber okay. Dafür sind wir ja hier. Juhu! Ja, Käferbinder. Ui. Ja, Käferhüte-Quest kommt nämlich jetzt gleich. Als nächstes dann. Und da gibt es hier anscheinend auch... Taumaturgen. Könnte man sich dann noch überlegen, ob man sich die Dinger kauft, ne? Müssen wir dann gucken. Aber erstmal, wir können die nicht verkaufen, okay. Hallo Lord, ich heiße Käferbinder und bin der Käfer. Meine Chitinrüstung aus den Panzern dieses Skarabäen in den Dünen gehören zu den besten ganz hoch. Leider gehen mir die Vorräte aus und es ist schwer, unbeschädigte Rückenpanzer zu bekommen. Vielleicht kann ich helfen. Käferhüten, Akt 1. Vielleicht würdet ihr das schaffen, aber es ist schwieriger, als ihr denkt. Wenn ihr die Skarabäen einfach im Sand aufstützt, haben wir nichts, womit ihr arbeiten könnt, nicht wahr? Ich werde ein kleines Geheimnis in euer Tagebuch schreiben. Nicht, wie man die Panzer von diesen Tierchen herunterbekommt. Nehmt diese Käferfänger, damit sollte es euch gelingen. Leicht für euch zu sagen. Verschreckt einen ungebärdigen Skarabäus und scheucht ihn zu den Taranteln, um an einen unbeschädigten Rückenpanzer zu gelangen. Ja, das ist eine der, ich finde, interessantesten Quests hier in der Quest 2, weil die zwar sich immer wieder wiederholt, aber man im Grunde, ja, man hütet ja keine Quests, ne? Keine Käfer. Sondern macht ein bisschen was anderes mit denen. Dünenspindlinge. Die killen wir mal eben schnell hier weg, bevor die uns gleich irgendwie in den Weg kommen. So brauchen wir ja sowieso noch deren Gift. Nummer 1. 10.000 Schaden. Ich dachte gerade, da wäre ein Fragezeichen. So. Lalala, schicken wir den. Den können wir nämlich so einfach treiben, indem wir einfach hinter den her reiten. Die sind halt ja, sind ja nicht wirklich stark, ne? Dup, 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 dup. Ach so. Das sind wir immer, die da hier so komisch treiben. Und ich wundere mich gerade die ganze Zeit. So, und dann hier hinten sind die Taranteln. So. Und die Taranteln, die vernichten die Käfer einfach. Im Kampf. Aber die Taranteln waren noch mal heldenhaft. Das weiß ich jetzt aber wirklich ganz genau, dass die Taranteln mal heldenhaft waren. Dann waren die Kämpfe auch nicht so unendlich lange zwischen Tarantel und Skarabäus. Weil ich meine, ein heldenhafter Mob, der gegen einen Mob mit zwei Pfeilen runterkämpft, das geht da schon ziemlich schnell, ne?
Na gut, aber hier, der Scarabius ist auch so gut wie tot. Da ist er. Der... Ach, sie sollten nur einen Panzer jetzt zuallererst holen, okay. Später werden es, glaube ich, ein paar mehr, die man holen muss. Immer ein paar mehr und so. Aber dafür gibt die Quest auch unglaublich viel Gold. Das kann ich schon jetzt mal verraten. Also die Goldmengen, die man da geschenkt bekommt, quasi ist eine... Ist schon wieder mit zu den kranken Größen dieses Games, sag ich mal so. So. Dam, dam, dam. Akt 1 fertig. Kein Problem. Akt 2. Na gut, jetzt brauchen wir 3 von den Dingern. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter damit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.